Das Flüchtlingslager. Sensei Ishikawa wollte mich hier treffen. Er ist nicht hier. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. All meine Waren sind nützlich. Wie könnte ich Norio vergessen? Schrecklich, was diesen Mönchen im Zedern-Tempel geschah. Ja, eben. Norio hat überlebt. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Er kämpft mit dem Geist. Oh, wieder eine eurer Geschichten. Es ist wahr. Ja, natürlich. Vielleicht ist die Insel verflucht. Glaubt ihr, es ist wahr? Ich glaube, dass er Mongolenanführern die Kehle aufschlitzt. Aber dass er vom Himmel auf sie hinabstürzt? Nein. Der Geist kann fliegen. Niemand kann fliegen. Auch die Mongolen nicht. Wie ist es sonst zu erklären? Koji schwört, dass er es sah. Er stürzte von oben hinab, tötete ihn und verschwand. Vielleicht ist er bloß sehr, sehr schnell. Der Geist kann fliegen. Also gut, der Geist kann fliegen. Ihr hättet sie sehen sollen. Onkel und Neffe kämpften Seite an Seite. Ich hörte, Mongolen verteidigten die Festung. Ganze Scharen. Doch Fürst Shimura und Fürst Sakai traten den Invasoren offen entgegen. Wie haben sie so viele besiegt? Durch großes Geschick. Jeder ihrer Schwerthiebe wurde von den Kami geführt. Jeder Schritt der Teil eines Tanzes. Vielleicht kämpfen wir eines Tages an ihrer Seite. Wenn zwei Samurai den Kampf anführen, könnten wir bald Frieden haben. Vielleicht kann ich Essen sammeln. Ich suche einen Samurai, einen Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Sensei Ishikawa hat Ärger. Sumota? Som Shongana Shin Bolson, Yum Alakada. Sakai, hier drüben! Halte den Kopf unten. Ihr seid verwundet. Das überlebe ich. Ihr hättet beim Lager auf mich warten sollen. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunde. Ich erledige das. Dorsche!
Gar nicht schlecht, Sakai. Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Langsam, ganz ruhig. Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Höhe! Wo wollt ihr hin, Sakai? Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch angriff. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Ihr habt euch gerecht. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Zuerst Hironori Nagao, jetzt Tomoe. Enttäuscht ihr mich nicht als Nächster? Was ist das dort vorne? Sie jagen zum Spaß Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Ihr habt gesagt, Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie davor gemacht? Ihre Mutter stammte aus einer Händlerfamilie in Umugi. Ihren Vater kannte sie nicht. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Wieder einmal Tomoes Werk. Ihre Schützen jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet. Dem Bogen, das stimmt. Doch nicht dem Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeil Kopffleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai ist mehr als ein Mörder. Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus.
Ich hätte die Finsternis in mir sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich. Wir sind fast da. Wir machen es wie bei vor Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Ein Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Ich höre sie. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Um gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald er angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel. Kaneda nicht getäuscht. Ihr werdet besser. Tomoe ist nicht hier. Ganz sicher? Sehen wir uns um. Eine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie baut noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Eine Nachricht. Auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan. Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Yeah.
Höher! Hier ist irgendwo ein Ausbildungslager von Tomoe. Tötet mich nicht! Was ist hier los? Nehmt euch, was ihr wollt! Ich bin kein Dieb. Ja, jeder weiß, dass ihr Karawanen angreift. Der Geist und der Dämonen, Sensei. Sensei Ishikawa? Das ist eine Lüge. Ich hab euch selbst gehört. Uns gehört? Wann? Nicht lange her. Ihr seid die Straße hoch wie hungrige Wölfe. Warum wird Sensei Ishikawa und mir ein Überfall vorgeworfen? Ich muss nach Norden, den Verantwortlichen finden. Klingt nach Ärger. Sakai! Sensei! Höchste Zeit, dass er kommt. Gern geschehen, Sensei. Ihr seid der Geist. Was ist hier passiert? Ein Überfall auf seine Karawane. Viele Angriffe derzeit. Die Leute sagen, ihr stehlt Vorräte oder kämpft für die Mongolen. Ruht euch aus. Ich bespreche das mit Fürst Sakai. Tomoe steckt dahinter. Sie sät Paranoia und Furcht. Greift Karawanen an, beschuldigt uns. Ich erreichte seine Gruppe zu spät, rettete ihn, aber nicht die anderen. Wo war der Überfall? Nicht weit. Wieso? Wir finden die Stelle und verfolgen die Spuren von Tomoes Gruppe. Das ergibt Sinn. Was ist? Nichts. Sie macht mich rastlos. Wir setzen dem ein Ende. Ruht euch aus. Esst, was ich euch gab. Und wartet ein wenig, bevor ihr aufbrecht. Danke, Sensei. Zeigt mir den Ort des Überfalls. Wie habt ihr mich gefunden? Jemand hörte, dass ein Konvoi verfolgt wird. Wegen Tomoe werden die Straßen gemieden. Als ich hörte, dass ein Händler eine Lieferung wagt, bin ich ihm gefolgt. Warum greift Tomoe Lieferungen der Präfektur Kushi an? Das hat keinen strategischen Wert. Nein, der Kushidera-Tempel inspiriert die Menschen. Vielleicht wollen die Mongolen die Moral hier brechen. Ihr klingt nicht überzeugt. Es ist einer der Gründe. Nicht alle. Tomoe hat alles verraten, was ich sie lehrte. Anschließend mich. Und danach ihr Land. Ich werde sie bis zum Horizont verfolgen. Los jetzt, Zora! Da ist der Konvoi. Und noch mehr Opfer Tomoes. Mal sehen, was wir herausfinden. Alle sind tot. Japanische und mongolische Pfeile? Natürlich. Es ist eine Warnung an die Einwohner Kushis. Von Tomoe. Von Fürst Sakai und Sensei Ishikawa. Niemand darf auf diesen Straßen reisen. Sonst droht der Tod. Plump, aber effektiv. Sie sind die Straße entlang. Und wir finden sie. Tomoe und ihre Männer werden nie wieder jemanden in dieser Präfektur überfallen. Kommt. Hier.
Steigt hier ab! Schnell! Keine Zeit zum Auskundschaften! Wer stürmt hier mit halboffenem Hakama los? Warum ist sie alleine hier? Ich schneide sie los. Hier! Bald seid ihr frei. Oh nein! Nein, bitte! Nein! Wir wollen helfen. Sie sagte... Tomoe, was sagte sie? Sie sagte, ich dürfe leben, bis der Samurai kommt. Nein! Da oben! Tomoe hat uns eine Falle gestellt und wir sind hineingetappt. Ich sprach mit ihr vor 2 Tagen. Tomoe? Der Gefangenen. Sie erzählte von einer Japanerin, die bei den Mongolen war. Ich bat sie, ihr Lager ausfindig zu machen und mir zu berichten. Was habt ihr? Es hätte auch anders laufen können. Wir könnten jetzt vor Tomoes Leichnam stehen. Ihr erklärt, was einen Krieger ausmacht. Wie Tomoe das unterläuft. Doch ihr seid genau wie sie. Ihr erwartet, dass wir perfekt sind. Euer Onkel. Ich. Masako Adachi. Doch nur ein Kind erwartet Perfektion von Älteren. Vollendet den Gedanken, Sensei. Wir alle tragen Waffen. Wir alle wählen zwischen Leben und Tod. Und ihr fühlt euch zu wohl mit dieser Macht. Würde ich das nicht, wäre ich tot. Ebenso wie ihr, Geist. Nicht jeder ist ein Samurai. Doch wir sind alle Mörder. Wir müssen uns noch um ein Lager in Otsuna kümmern. Seid ihr Fürst Sakai? Das bin ich. Sensei Ishikawa wartet drinnen auf euch. Und wann war es, die ihr Lager gesehen hat? So ist es, Sensei. Sakai. Sensei Ishikawa, ist all das Tomoes Werk? Sie und ihre Mongolen waren fleißig. Eine Frau namens Ran weiß, wo wir sie finden. Führt mich hin.
Woher weiß sie, wo Tomoes Lager ist? Sie ist beim Sammeln im Wald darauf gestoßen. Sie hat Glück, dass sie noch lebt. Alle ihre Begleiter wurden getötet. Seid ihr ran? Ja, meine Herren. Die Mongolen, die euch das antaten. Ihre Anführerin war eine von uns? Tomoe, dieses Gesicht werde ich nie vergessen. Sie war früher mit einer Gruppe Diebe unterwegs, die hier lebten. Das ist unmöglich. Tomoe stammt aus der Präfektur Umugi. Sie fand ihren Weg hierher. Ihr Bogen versetzte Otsuna jahrelang in Schrecken. Man sagte, dass sie mit verbundenen Augen einen Falken vom Himmel schießen konnte. Das Lager, das ihr fandet, wo ist es? Im Wald, südwestlich von hier. Zwischen dem Fluss und der westlichen Küste. Verflucht. Alles, was ich sie lehrte. Alle meine Geheimnisse. Reine Verschwendung. Alter Narr. Warum hat sie mich belogen? Tomoe hat euch davon nie erzählt. Vor unserem Streit bot ich ihr an, sie als Tochter anzunehmen, Samurai zu werden. Eine große Schicksalswende für jemanden wie sie. Ich nahm es wieder zurück. Weil sie eine Auftragsmörderin ist. Weil ihr Sensei versagt hat. Sie verfiel wieder ihrem alten Leben. Solch eine Chance zu vertun ist eine Sache. Doch gegen sein eigenes Volk. Das ist mir bewusst, Sakai. Wirklich? Kann ich bei dem, was zu tun ist, auf euch zählen? Wir müssen das Lager finden. Wir müssen Tomoe aufhalten, bevor sie weiter mordet. Hier! Das Gute ist, dass Tomoe sich an einen bekannten Ort zurückzog. Sie ist verzweifelt. Sie hat das Mongolenreich auf ihrer Seite. Je mehr wir ihre Pläne vereiteln, desto wahrscheinlicher wendet der Khan sich von ihr ab. Das könnten wir für uns nutzen. Einen Keil zwischen sie treiben. Und wenn Tomoe sich dann von den Mongolen abwenden würde? Wenn sie bereit wäre, gegen die Mongolen zu kämpfen, würde uns das nutzen. Aber nur so lange, bis sie euch einen Pfeil in den Rücken schießt. Die Frau meinte, Tomoe hätte die Leute terrorisiert. Das muss Jahre her sein, als Tomoe sehr jung war. Als Jugendliche und sich unter Banditen behauptet. Hm. Was selbst für jemanden viel Älteren schwierig ist. Und ihr habt nie etwas geahnt? Als sie bei mir anfing, versteckte sie eine kleine Klinge im Ärmel. Und sie hortete heimlich Essen. Aber ihr habt darüber hinweggesehen. Da war noch mehr. Ich wollte sie so sehr zu meiner Erbin machen, dass ich die Augen vor der Wahrheit verschloss. Das Lager kann nicht weit sein. Perfektes Gelände für lauernde Schützen. Haltet die Augen offen. Steigt hier ab. Bleibt unten und findet einen guten Ausblick aufs Lager. Hier oben. Ein bekannter Anblick. Was seht ihr denn? Japanische Pfeile. Natürlich. Leichen als Übungsziele für Schützen. Tomoes Markenzeichen. Zerstört dieses Lager. Haltet die Augen nach Tomoe offen. Bereit, wenn ihr seid, Sensei. Ich bleibe versteckt, bis ihr angreift. Sie war vor kurzem hier. Seht euch um. Sensei! Hierher!
Vielleicht, Tomoe. Der Sensei und der Geist. Ich bin euch beide langsam leid. Eure Schützen sind tot. Das war's. Hinterhalt! Folgt Tomoe! Ich halte diese Narren auf! Tomoe, das endet nur auf eine Art! Hängt euch das nur ein! Ihr könnt nirgends hin, Tomoe! Strengt euch mehr an, Fürst Sakai! Wo will sie hin? Tomoe! Ihr seid also Fürst Sakai. Senseis neues Maskottchen. Und ihr seid eine begnadete Schützin, die ihre Chance auf ein besseres Leben wegwarf. Hat er euch das erzählt? Tomoe, wieso reden wir? Damit ich euch warnen kann. Seid auf der Hut. Mein Sensei wollte mich töten. Euch wird es auch so ergehen. Danke für die Warnung. Aber ich will das hier beenden. Es ist schon zu Ende. Ich habe nichts. Niemanden. Weg mit dem Bogen, Tomoe. Ist sie wahnsinnig? Keine Spur von ihr. Ich sag es, Sensei Ishikawa. Könnte ich das nicht. Sakai! Was ist passiert? Tomoe hätte mich töten können, aber hat es nicht. Sie ist euch entkommen. Sie sprang von einer Klippe. Ich sah sie. Ihr saht, was ihr sehen solltet. Sie klang verzweifelt. Ist sie. Nur wegen uns. Warum denkt sie, ihr werdet mich verraten? Tut sie nicht. Sie will nur einen Keil zwischen uns treiben. Und es funktioniert. Nein, tut es nicht. Gut. Nächstes Mal, wenn ihr fragt, ob ich tun kann, was nötig ist, fragt euch erst selbst. Tomoe ist noch nicht fertig. Sie geht wohl nach Norden, um sich mit den Mongolen gutzustellen. Wir finden sie. Hier!
So. 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 Huh.